Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Sonntagsvideo von mir. Heute ist mir mal nach Farbe. Und ich bin letztens durch DM gestreift und bin da auf eine Palette gestoßen, auf eine Lidschattenpalette von Trend It Up. In der sind viele Knallfarben. Ich dachte mir, warum geht das nicht auch in unserem Alter, einfach mal ein Colorblocking zu schminken, beziehungsweise passend zu bunten Oberteilen, die ihr ja auch wahrscheinlich alle noch tragt, halt eben das passende Augen-Make-up zu machen, ohne dass es billig wirkt. Ich habe auch schon mal eins ausprobiert und war von dieser Palette total begeistert, dass ich sie euch heute auch gerne zeigen möchte. Und wartet's einfach mal ab, was daraus wird. Ich starte jetzt mit meinem Video. Ich habe euch auch jetzt erstmal ein bisschen näher rangeholt, damit ihr das ein bisschen besser beobachten könnt. Ich wollte noch sagen, danke für eure lieben Kommentare und zahlreichen Kommentare zu meinem Eyeliner-Video. Ja, ich weiß, das mit dem Wing, das war keine gute Idee. Ich übe immer weiter und irgendwann wird es vielleicht dann so klappen, dass es auch vernünftig aussieht. Also ich trage jetzt als allererstes erstmal ein Primer auf, und zwar hier den von Alverde, den Hydro Augen Primer, den ich mir auch zu dieser Palette geholt habe. Und während die dann einzieht, zeige ich natürlich die Farben. Also dieser Alverde Primer, der ist recht flüssig. Da soll Hyaluron drin sein. Ich verteile das erstmal auf meinen Lidern, damit die Farbe dann auch besser hält. Die ist ganz durchsichtig, wie ihr sehen könnt, obwohl die so ein ganz bisschen pigmentiert war am Anfang. Auch sehr flüssig und sehr reichhaltig, muss ich sagen. Kühlt schön. Und ja, während ich das Ganze dann einwirken lasse, zeige ich euch natürlich die Farben aus dieser Palette. Vielleicht werdet ihr auch sagen, nee, so in meinem Alter ist das überhaupt nichts mehr. Mit diesen bunten Farben, und ich möchte auch nicht aussehen wie ein Papagei. Man kann durchaus auch Farben tragen, wenn man sie denn gut anwendet. Also ich mache mal hier die Palette jetzt für euch auf. Ich glaube, sie hat 3,45 Euro gekostet. Es gibt auch noch eine in Nude davon. Die habe ich mir natürlich auch geholt, weil die auch wunderschön ist. Das sind ja wohl Farben. Hallo, bombastisch. Also hier wären die ersten vier Farben. Ein wundervolles Gelb, gefolgt von einem wirklich mega Aprikoton. Ein irres Hellblau und ein leichtes Türkisgrün. Es sind schimmernde Farben, aber ich bin wirklich nur einmal reingedippt und die ist so pigmentiert. Also das hätte ich im Leben nicht für 3 Euro und ein paar zerquetschte erwartet. Dann geht's weiter hier mit diesem Hammerpink, was auch schön zu meinem Oberteil passt. Ein Blau, ein Rot und so ein Petrolgrün. Und man muss wirklich höllisch damit aufpassen. Guckt euch diese Farbpigmentierung an. Und wie Papagei möchte man natürlich nicht aussehen, aber ihr werdet es gleich sehen, wie ich das mache, damit man durchaus auch noch diese wunderbaren Knallfarben tragen kann. Also hier ist noch so ein changierender Lilaton. Den mache ich jetzt mal hier an die Seite. Guckt euch das an. Ist das der Oberhammer? Also wer gerne Farben mag oder es einfach mal krachen lassen will, der ja, ist damit einfach wunderbar bedient. Und da sind alle Farben, die man sich eigentlich so wünscht. Also ich nehme aber jetzt als allererstes für die Grundierung dann, nachdem der Primer eingezogen ist, aus der Urban Decay Naked Basic diesen hellen Ton und puder das Ganze ab, damit das nicht so klebt auf dem Auge. Gehe auch hier bis zur Augenbraue hoch. So, jetzt nehme ich meinen kleinen Pinsel hier von Soeva und gehe in diesen hellbraunen Ton rein, um meine Lidfalte zu bilden. Das kennt ihr schon. Und dann wird das Ganze verblendet. Da mache ich gar nicht so viel Firlefanz, sondern möchte erstmal nur das Auge definieren. Wie so eine Vorbereitung von einer Leinwand. Da malt man ja auch meistens nicht so drauf los, sondern präpariert das Ganze erstmal. Und unsere Gesichter sind auch nichts anderes als eine Leinwand. So, die Grundierung steht und ganz ehrlich, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, wie das jetzt so wird. Ich werde jetzt erstmal langsam anfangen und habe hier so einen ganz klitzekleinen Pinsel, der mal in einer Maybelline-Palette oder Manhattan-Palette drin war und gehe in dieses knallige Pink. Da muss man auch aufpassen, das bröselt sehr.
Und deswegen stupfe ich das erstmal auf der Hand ab, um die Pigmente in den Pinsel zu machen. Dann werde ich die erstmal hier in der Mitte verteilen. Also ihr seht, das gibt nur so einen leichten Pink-Touch. Ihr könntet natürlich auch mit dem Finger reingehen und das Ganze dann erstmal auf die Pupille geben. Ich finde diesen Schimmer von diesen Lidschatten Hammer. Oh, ich glaube, ich mache da mit dem Finger weiter, denn es soll ja auch nicht bröseln. So, mehr werde ich da jetzt gar nicht drauf tun, aber ich glaube, das kann man schon gut erkennen. Und es hat ungefähr die Farbe von meinem Oberteil. Ja, ich habe ja auch immer Spaß daran, solche Dinge auszuprobieren, das wisst ihr ja. Manchmal kriege ich halt so einen Pin im Kopf und dann meine ich, ja, heute muss es das mal sein. So, jetzt werde ich in diesen Aprikoton gehen, der hier drin ist. Das ist dieser hier und gebe mir den in den Augeninnenwinkel. Muss man also wirklich vorsichtig sein, die sind hammermäßig pigmentiert. Erstmal nur vorsichtig, mehr Farbe kann man immer noch drauf machen. Und dann lasse ich das Ganze mit dem Pink etwas verschwimmen, also damit das so einen leichten Ombre-Look gibt. Ich sehe gerade, das mit dem Pink reicht mir noch nicht. Deswegen gebe ich da noch mal ein bisschen mehr hin. Nochmal kontrollieren, aber wenn ich jetzt gerade gucke, seht ihr, hier ist noch so gar keine Farbe. Deswegen gebe ich da jetzt auch noch mal ein bisschen hin. Nicht zu viel, sondern nur so ein paar Millimeter über eurer Falte, damit man auch ein bisschen was davon sieht. Und hier mache ich noch ein bisschen von dem Aprikot hin. So, das würde mir jetzt für den ersten Moment, glaube ich, erstmal reichen. Jetzt sieht es natürlich noch heftig aus. Ich werde jetzt erstmal hier in dieses Lila gehen. Dafür nehme ich einen anderen Pinsel und zwar den 234 Lux Smoky Shader hier von Soeva. Mach den auch auf der Hand hier noch ein bisschen weicher. Und den würde ich mir jetzt hier am Augenaußenwinkel hingeben. Hat so ein bisschen was von 80er 2.0. So, nochmal kontrollieren, dass es auch hier so ein bisschen über der Falte ist. Und dann blende ich das von oben ein bisschen nach vorne ein, aber nur in so leichten, stupfenden Bewegungen. Und dann ziehe ich das auch so ein bisschen nach innen. Jetzt sieht das Ganze natürlich noch sehr bunt aus. Wartet's ab. Gleich in Verbindung mit einer dunklen Farbe wird das Ganze anders aussehen. So, jetzt gehe ich nochmal in die Naked rein. Da ist dieser Mega-Schwarzton drin. Und dann nehme ich mir auch so einen fluffigen Blendepinsel. Den hatte ich euch auch schon tausendmal gezeigt von Da Vinci. Auch nochmal auf dem Handrücken abstupfen. Und das gebe ich mir erstmal an den unteren Wimpernkranz. Aber nur so ganz zart und ziehe das wieder hier so ein bisschen nach oben. Das hat einen Grund, warum ich das jetzt hier wie so einen leichten Wing hochgezogen habe, wie ihr sehen könnt. Denn jetzt nehme ich nochmal den Pinsel, mit dem ich hier das Lila aufgenommen habe und werde das Ganze hier außen noch etwas verblenden. Das intensiviert auch nochmal das Lila so ein bisschen. Und dann werde ich mir nochmal von der Laura Mercier diesen geraden Pinsel nehmen und auch nochmal in dieses Schwarz stupfen und das mir an den Wimpernkranz geben. Sind mir immer meine Wimpern im Weg. Und dann das Ganze natürlich hier nochmal schön verblenden. Und weil mir das jetzt hier oben natürlich noch viel zu poppig ist, werde ich das Ganze jetzt ein bisschen abdämpfen und zwar mit der Farbe, mit der ich vorhin meine Lidfalte betont habe. Und dann gehe ich hier oben hin und werde das Ganze ein bisschen weicher ausschattieren. Auch hier außen werde ich das Ganze nochmal ein bisschen ausschattieren. Erstmal werde ich das jetzt so lassen. Aber, jetzt kommt wieder ein großes Aber. Wie ihr wahrscheinlich hier sehen könnt, ist der Lidschatten natürlich auch runtergebröselt beim Auftragen. Das ist nun mal bei solchen Paletten so, die ziemlich bröseln. Also das ist ja auch in dem Pink. Ich habe es ja schon an meiner Hand abgestrichen, aber das lässt sich nicht vermeiden. Auch da habe ich einen Trick. Und zwar nehme ich Tesafilm. Ihr könnt natürlich auch euer Augenlid unten drunter entweder mit einem Pad schützen oder es stark abpudern. Aber ihr wisst, ich benutze unter den Augen fast keinen Puder, weil es dann einfach noch faltiger aussieht. Und das klebe ich jetzt
auf die Stellen, wo dieser abgebröselte Lidschatten ist. Und dann kann man sehen, dass man den damit aufnimmt. Andere Seite genauso. Da, wo der Lidschatten hingebröselt ist, einfach ein bisschen Tesafilm drauf. Und schon hat man das Problem gelöst. Und der runtergebröselte Lidschatten ist natürlich auch mit dem Rest der Foundation abgegangen. Aber da gibt man gleich einfach ein bisschen Concealer hin. Jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen hübsch machen. Ich habe auch vorhin mit dem Rest Lila, den ich auf diesem Pinsel hatte, hier am unteren Lidrand nochmal etwas davon hingegeben, was auf dem Pinsel war, einfach um dieses Schwarz nochmal zu intensivieren. Und das kann man jetzt schön ausblenden und den Rest einfach mit einem angefeuchteten Wattestäbchen wegnehmen. Jetzt nochmal den Concealer ein bisschen auffrischen. Und damit kann man dann natürlich auch hier am Augenaußenwinkel diese Linie noch ein bisschen verfeinern. Ich habe gemerkt, ich habe wieder ein bisschen zu viel genommen. Aber so hat man das Ganze dann korrigiert. Man sieht dann auch keine Lidschattenreste mehr. Jetzt darf natürlich die Wimperntusche nicht fehlen, weil so sieht man wirklich ein bisschen wie Papagei aus. Und da werde ich meine L'Oreal Age Perfect Mascara nehmen. Nachdem ich die Mascara jetzt aufgetragen habe, werde ich aber nochmal einen kleinen Ticken von der Paradise Ecstatic in Blau nehmen und mir die nur so ein bisschen an die oberen Wimpern machen. Nur damit das nochmal so ein indirektes Leuchten gibt. Das werdet ihr wahrscheinlich jetzt hier im Video wieder nicht sehen, warum auch immer das nicht funktioniert. Aber je nachdem, wie das Licht dann schimmert, guckt man doch gegen diese etwas bläulichen Spitzen. Und wenn ich gleich meine Brille aufhabe, dann sieht das Ganze sowieso ganz anders aus. So, jetzt werde ich nochmal eben schnell hier durch den Concealer meinen Bronzer und Rouge wieder ein bisschen hervorholen mit dem Rest, den ich hier auf dem Pinsel habe. Und dann sehe ich gerade, dass ich doch noch einen kleinen Ticken von dem Gelb nehmen werde. Und zwar hier auf diesem ganz, ganz kleinen Pinsel. Ja, und den werde ich mir jetzt hier innen noch mal ein bisschen hingeben. Nur so als kleines Highlight und damit die Augen ein bisschen größer aussehen. Verrückte Geschichte heute. Ich bin baff. Also mir gefällt's. Ja, warum nicht Color Blocking bzw. auch bunten Lidschatten für uns etwas Ältere? Wenn es vernünftig aufgetragen wurde, dann ja, kann man dem doch gar nicht widerstehen. Und es kann doch auch nicht sein, dass wir nur so Nude-Töne tragen und unsere Augen gar nicht mehr so betonen. Natürlich, diejenigen, die auch noch etwas älter sind, die haben damit immer ein bisschen Schwierigkeiten. Aber vielleicht macht man dann nur so auf den Wimpernkranz ein bisschen von dem bunten Lidschatten. Und ja, ich habe es jetzt natürlich wieder mal übertrieben. Aber ich finde, das passt durchaus hier zu meinem schönen pinken Blüschen. Wenn ich die Brille dann natürlich aufsetze, bitte erschreckt euch nicht, dass es jetzt hier wieder diese Überspiegelung gibt, aber das ist nun mal so hier bei dem Licht. Dann kann man bei dieser dominanten Brille, die ich aufhabe, auch den Lidschatten nur so mehr oder weniger erahnen. Darum geht es ja auch. Man will ja auch nicht, setz die Brille nochmal ab, man will ja jetzt auch nicht so wahnsinnig auffallen, aber ich finde trotzdem, wir können durchaus auch mal etwas knalligere Farben tragen. Und wenn ihr vielleicht nur eine einzige Farbe davon wählt, ich finde diese Kombination mit dem Apricot Pink und diesem Lila immer in Verbindung mit Schwarz oder vielleicht mit Dunkelgrau Anthrazit einfach sehr, sehr schön und durchaus auch tragbar über 40. So, ich hoffe, dieses kleine Augen-Make-up in Knallfarben hat euch gefallen? Ihr könnt es mir ja gerne unten in die Kommentare wieder schreiben, wie ihr das so findet oder wie ihr das auch macht. Ich weiß, ihr tauscht euch ja auch immer fleißig untereinander aus und ich finde überhaupt nicht, dass das Ganze jetzt zu überballert aussieht. Ich weiß nicht, wie ich das sonst so sagen soll. Ich könnte das jetzt durchaus bei einem Stadtbummel tragen, also vor allem für abends, weil wenn es dunkel ist, dann sieht das Ganze nochmal anders aus. Natürlich fürs Büro ist es jetzt nicht unbedingt tragbar, aber für die Freizeit ist dieser Look durchaus geeignet. Ihr werdet es vielleicht nachschminken, weil diese Palette wirklich, die hat 3,45 Euro gekostet. Und selbst wenn man damit nur an Karneval arbeitet, ich
finde die mega bombastisch. Aber ihr werdet auch noch ein anderes Video von mir sehen, wie ich die Nude-Palette davon benutze. Da sind nämlich auch Wahnsinnsfarben drin. Und ja, jetzt kann ich nur hoffen, ihr habt noch einen schönen Restsonntag. Vielleicht probiert die eine oder andere es ja jetzt gleich auch aus, wenn ihr vielleicht auch einfach andere solcher Farben habt. Also wenn das Ganze so aussieht, dann kann ich damit rumlaufen. Ich würde jetzt nicht unbedingt einen pinkfarbenen oder roten Lippenstift tragen, aber ihr wisst ja, so gerne trage ich jetzt keine Lippenstifte. Da würde ich dann einen dezenteren auswählen oder vielleicht nur einen Gloss, denn zu viel ist auch nicht gut. Also man sollte entweder nur die Augen betonen oder die Lippen betonen, sonst sieht das Ganze einfach billig aus. Und das wollen wir ja nicht, auch nicht, wenn wir schon Ü40 sind. So, das war mein Abschlusswort. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss, eure Nicole.